Guten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Heiler Gemurkse. So, wir haben ja hier noch ein paar Questen, die wir annehmen können. Und das machen wir jetzt einfach mal. Monument finden. Halt, wann hätten wir noch was? Bote Hermesius. Herrlich. Nee, Briefe haben wir nicht. Ich bleib mal stehen. Haben uns nicht vergessen. Gehabt euch wohl. Sehr schön. Oh, jetzt hab ich Post. Was seht ihr mir jedenfalls? Was soll der Quatsch? Zeigt mir noch an, dass ich Post habe. Das ist ja mal seltsam. Naja, später. Grüße, Freund. 6 Speer nehmen wir mit. Sucht nach Mores Mangalen. Seid herzlich gegrüßt. Oh. Tötet 8 Mythos-Spinner, 8 Mythos-Fänger und ihre Anführung Zarak. Das hört sich nach Spinnen an. Die Spinnen. Wohin haben wir denn hier? Jeder Tag ist ein Segen. Achso, den machen wir heute noch nicht. Ja, jetzt noch nicht. Mal gucken, was er hier will. Ich bin ganz Ohr. Ja, das nehmen wir jetzt mit an. Sehr schön, dann haben wir ja schon mal das erste. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Schreiben der Sonnenfalken. Sehr schön. Da. So, mal gucken, wie viel wir davon umnieten müssen. Bis wir das erste, bis wir dann das Schreiben kriegen. Naja, immerhin gibt's Kupfer. Und vielleicht ja sogar noch ein bisschen Leinenstoff. Wer ist denn heute früh im Bett geblieben? Fertig. Das ging aber schnell. Oh, Leinstoff haben wir 3-mal bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Da ist ja so ein Mondfalter. Quatsch. Königsblauer Falter. Die sind schön. Aber leider. Für die Quest.
So, 4 habe ich schon mal. Da ist Nummer 5. Ein Jäger. Na, auch schön. Der backt fest. Ja. Dann nehmen wir uns den da. Der backt nicht fest. Ein Fragezeichen, dann werden wir da mal hingehen und fragen. Der Kryokern. Oh, da sind böse. Pionier der Sonnenfalken. Seid bereit? Immer bereit. Ich brauche ein Ziel. Tja. Ist er tot? Je, 13. Oh. Okay. Das ist jetzt mal. So ein kleiner Mini-Boss. Die haben meistens irgendwelche schicken Sachen bei. Na, siehst du? Zum Beispiel eine Silbermondrüstung. Allerdings nicht für uns. Weil der das, glaube ich, hätte. Richtig, aber die können wir entzaubern. So, jetzt kannst du. Und noch was zum Entzaubern. Ach da. Galiens Leichnam, das wird ihr nicht gefallen. Bringt Galiens Amulett zum Mori bei der Blutwacht. Machen wir. Was ist das hier? Kindes Tagebuch auf dieser Seite blättern. Bla bla bla. Bla bla bla. Am aller bla blasten, okay. Machen wir. Kalins Amulett. Ach, jetzt muss ich. Okay. Machen wir. Oh, guck mal, Leinenstoff.
Jetzt brauchen wir trotzdem noch das Amulett. Das heißt, wir müssen jetzt so viele hier umnieten, bis das Amulett da ist. Ihr spinnt wohl. Ich bin zwei Bäder. Amulett haben wir auch. Dann lass uns hier mal verschwinden. Inventar ist voll. Ich habe kein Ziel. Ich kann nicht mehr. Leinenstoff. Ich bin begeistert. Kein Leinstoff, ich bin nicht begeistert. Es kommt, du hast da bestimmt was bei. Pack mal aus hier. Sag ich doch. Siehste, siehste. So. Jetzt fehlt uns immer noch der Olle. Diese Falter, stimmt. Fehlen uns noch vier. Das ist der Verbackte, den wollen wir nicht. Das sind Bären, die wollen wir auch nicht. Da ist er ja. Na komm. Dann mach ich ihn hier weg. So, eigentlich wollte ich mal gucken, was das hier ist. Gedankensicht. Da möglich den Zauber eine Minute lang durch die Augen des Ziels zu sehen. Funktioniert nicht, wenn sich das Ziel in einer anderen Instanz oder auf einem anderen Kontinent befindet. Das ist ja mal sinnlos. Rot, bist du tot. So, brauche ich immer noch einen. Wie Sie sehen, ist hinter dem Bären hier. Okay, dann machen wir erstmal den Bären weg. Bärenfleisch brauchen wir irgendwann mal zum Kochen. Das
Sehr schön. Hätten wir die jetzt auch voll. Das nächste wäre jetzt dahinter. Dann gucken wir außenrum. Obwohl ich echt am Überlegen bin, ob ich erstmal abgeben und verkaufen sollte, weil... bin doch ein bisschen beladen. Ach, blöder Bär, hua. Dass ich mal so aggressiv sein müssen, ich hab dir noch nichts getan. Inventar ist voll. Oh, nicht so. Das meine ich. Ja, mit Level 20 wird das alles ein bisschen einfacher. Da kann ich dann reiten. Da können wir uns dann wesentlich schneller über die Welt ausbreiten. Vor allen Dingen haben wir dann auch ein Reittier, oder ein Mammut ist das, Mammut des Tundra, Mammut des Reisenden heißt das. Und das hat zwei Leute auf dem Sattel mit drauf, wo man verkaufen und reparieren kann. Das ist natürlich richtig klasse. Nicht, aber gut, gehen wir erstmal ab. Oh, die Arme. Dafür haben wir jetzt neue Schuhe. Schick, ne? Ah, das ist übrigens der Rabenfürst. Möge das Licht euch umarmen. Das ist ein Reittier aus der aus einer Instanz in jo. Der Scherbenwelt. Den habe ich auch, hat aber ewig gedauert. So, jetzt haben wir einen Gürtel bekommen. Stoffgürtel ist besser als der, den ich jetzt habe. Den also anziehen und den entzaubern. So, sehr schön. Geins Tagebuch. Sehr schön. Dass ihr Martis den Grausam gefangen nimmt. Ach, das ist der, der uns vorne über den Weg geritten kam. Die Naru haben uns nicht vergessen. Bringt das Schreiben der Sonnenfalken zur Vernehmungsbeauftragten Elysia bei der Blutwacht. Sehr schön. Jetzt habe ich. Warte mal, ich kann hier sogar noch einen. Guck mal hier. So. Die Naru haben uns nicht vergessen. Dionys Akka. Ich habe hier etwas viel zu tun. Ich hoffe, euer Anliegen ist wichtig. Na, na. Hm. Aha, aha. Bringt das übersetzte Schreiben der Sonnenfalten zum Propheten wählen bei der Exoda. Demnächst. Jeder Tag ist ein Segen. Achso. Dann nehme ich euch schon mal an.
Nicht, dass ich dann zur Exoda reise und das dann vergesse. Das Ende der Legion rückt näher. Ja, richtig, ich will das dann ab der Ding in die Luft jagen. Sprecht mit einem, gefangenen Agenten der Sonnenfalken bei der Blutwart und eignet euch Informationen der Sonnenfalken an. Aha. Schwupps. Jetzt sehe ich aus wie eine Blutelfe. Cool. Keine Sorge, Frischling, es existieren noch viel mehr Portalaufseher, noch weit mehr Orte, die sich für die Erschaffung eines Portals eignen. Ich bin mir sicher, dass Sironas schon bald ein neues Portal öffnen wird. Die blauen Hunde werden sich nicht sehr lange auf dieser Welt halten können. Sironas und die Monstrosität werden alles vernichten, was die Sonnenfalken übrig lassen. Ah ja, Sironas, ich hätte beinahe vergessen, dass sie dort war. In der Scherbenwelt diente ich unter Sironas, allerdings hatte ich keine Ahnung von der Existenz ihrer Monstrosität. Ich war noch nicht vollständig auf dieser Welt materialisiert, dann haben mich diese verdammten Deine schon gefangen. Es war Sironas Idee. Die Monstrosität war einst eine der ihren. Ursprünglich war er ein hochrangiges Mitglied eines militärischen Ordens der Drenei, das Triumvirat oder so etwas. Was auch immer dieses Ding ist, es ist viel riesig, mächtig und voller Hass. So viel ist sicher, solange die Monstrosität noch am Leben ist, wird jeder Angriff gegen die Vektorspule in einem Desaster enden. Sironas behauptet, dass einige Irre da die Fähigkeit besitzen, andere ihres Volkes in Manari zu verwandeln. Vermutlich waren sogar die Drenei einst Irre da und Sirona ist eine der mächtigsten Irre da. Der Agent lacht, könnt ihr euch das vorstellen? Diese armseligen Wesen waren einst mal mächtige Dämonen. Was für Narren lehnen eine solche Macht ab? Die Vektorspule ist gigantisch. Ich hoffe, wir finden immer mehr als eine Monstrosität, um die zahlreichen Schwachpunkte zu bewachen. Zahlreiche, sie hat genau zwei Schwachpunkte. Das Fundament der Struktur auf der Westseite und das Fundament auf der östlichen Seite. Gut, jetzt haben wir den. Was eine Lusche. Dann wieder zurücklatschen. Sprecht mit Verteidigern Corin bei Verteidiger So auf der Blutmythosinsel. So, da muss ich nämlich eh bald hin. Aber ich muss mal gucken, irgendwo muss es doch hier Taschen geben. Wo war denn hier? Da. Handwerker. Die Naru haben uns nicht vergessen. Die hat alle aber keine Taschen. Ich bin gemischt waren. Seid herzlich gegrüßt. Ja. Kleiner blauer Ranzbeutel, 6 Platzbehälter oder brauner Lederranzen, 8 Platz. Wir nehmen mal den. Was hat denn eigentlich der hier? Der hat nur 4. So. 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 Und den. Sieht doch schon mal ein klein wenig besser aus, oder? Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber dafür leere Taschen. Achso, mal gucken, ob ich jetzt endlich an die Post komme. Ja. Brief des Admirals. Getreuer Freund, meine Hand zittert beim Schreiben dieses Briefs. Ich hoffe, dass er euch rechtzeitig erreicht. Letzte Nacht erschien mir etwa... Haynes, Kapitän des Schiffs Verlorene Hoffnung in meinem Zelt, derselbe Edward Haynes, der vor 20 Jahren an Skorbut gestorben ist. Die Erscheinung erzählte mir eine Geschichte, die mein Herz erschütterte. Eine Geschichte, die ihr hören müsst und eine Aufgabe, die ihr erfüllen sollt. Seid ihr dabei, werdet ihr nach Edward auf der Insel Drachenfels, die nordöstlich von eurer Basis liegt, suchen. Gruß, Admiral Odysseus. Admiral Odysseus hat euch gebeten, nach Captain Edward Haynes zu suchen, mit ihm zu sprechen. Machen wir. Kann man so einen Ansinnen ablehnen?
Jetzt will ich aber die Folge für heute erstmal beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.